Dafür, ich will heute eine geile Leistung von uns beiden, weißt du? Ja, da kommt jetzt was richtig Feines. Sagst du? Ja, ja. Geil, Junge, geil. Ich war gerade schon meine Freundin zum Bahnhof bringen. Die ist jetzt endlich weg, die Alte. Jetzt geht's mir gut. Yo, Phil. What's popping? Ja, hoffentlich die Elo, oder? Junge. Ist jetzt lief durchwachsen hier. Ja, jetzt bin ich noch da. Alles gut. Ja, mega. Wo ist die Energie bei dir? Ja, weiß ich nicht. Du kommst hier rein wie so eine Schlaftablette. Ja, ne? Ist halt ein hartes Leben, sag ich dir. Ja, weißt du, loses und dann verloren und dann halt noch eine Niederlage hinterher. Aber hörst du das? Warte mal, sag mal ganz leise. Hörst du das? Das ist doch die Elo-Rakete, die startet, oder nicht? Weiß ich nicht, Phil. Das ist ja schon wieder eine Energie hier. Ja, wir können nicht alle um 11 Uhr aufstehen, sag ich dir. Junge, du bist 3 Stunden live. Du bist so, als ob du einen 9-Stunden-Tag hinter dir hast. Bin schon 5 Stunden auf dem Bein, ja. Ja, dann solltest du mal in deinem Rhythmus überlegen, wenn das die Energie ist, die nach 3 Stunden hier Phase ist. Die Leute schlafen noch ein, wenn die hier einschalten. Ja, ich bin halt gerade auf Koffeinentzug. Was soll ich da machen? Ja, dann musst du mal aufhören, Koffein zu trinken. So eine Scheiße, ja, da muss ich auch mal sagen. Das mach ich doch gerade, das ist so eine Kacke. Boah, wenn ich da schon wieder sauer, ne? Weiß ich nicht, da muss einfach ein ganz anderes Mindset am Tag sein, eine ganz andere Energie. Ich mal pushen ein bisschen. So, was spiele ich denn jetzt hier? Was sagst du? Ja, was Geiles. Was Geiles sagst du? So, Lollalytics, Caitlyn. Was countert Caitlyn? Weak against Poppy. Wie soll das denn schlecht gegen Poppy sein? Was sagst du nach Jenna? Rakan ist schon geil auch. Da komm, hier mal Rakan. Ich habe eine 10er Winstreak mit Rakan. Geil. Also lass mich nicht hängen. Nee, ich lass dich eh nicht hängen. Ja, weiß ich nicht. Ich lass nix hängen, bei mir steht alles. Wirklich? Ja. Oh, jetzt so ein koffeinhaltiges Getränk, das wird mich auch pushen, ne? Junge, ich hab das einfach nie mit angefangen und da hast du auch keine Probleme damit, weißt du? Wie mit dem Rauchen. Gar nicht erst anfangen, die Scheiße. Van Vayne and Picate. Ja, das gibt nicht so viel Sinn tatsächlich, ne? Ja gut. Dafür, ich will heute eine geile Leistung von uns beiden, weißt du? Ja, da kommt jetzt was richtig Feines. Sagst du? Ja, ja. Geil, Junge, geil. Ich war gerade schon meine Freundin zum Bahnhof bringen. Die ist jetzt endlich weg, die Alte. Jetzt geht's mir gut. Ey, ich bin wieder sturmfrei, ne? Kennst du das Problem, ja. Aber sie hat mir noch Nudelsalat da gelassen. Ist doch geil. Boah, das ist wirklich geil. Ich habe gestern Game verloren, weil bei meinem DuQ-Partner der PC von seiner Katze ausgeschaltet wurde. Und die Katze wenigstens dann rausgeworfen danach? Die Katze gibt's jetzt nicht mehr. Ja, richtig so. Muss ich ein neues Zuhause suchen. Ja, ich habe eben einen geilen Flaschenwelt gemacht. Soll ich den nochmal machen? Wenn du denkst, dass das Richtige ist, dann mach alles, was du willst. Ich will nur gewinnen. Hast du eigentlich mal gesehen, wie süß bei diesem Skin der Stachel so schwingt? Warte, ich zeig dir das mal. Guck mal her. Zeig mir mal den Stachel. Ich muss ganz kurz covern, das ist gerade auch wichtig. So, ja, zeig mal. Guck mal, siehst du das? Oh ja, da schwingt ja einiges. Warte, der muss immer so laufen. So, guck mal, wie der schwingt. Der malt ja eine richtige Linie, wa? Ja, der schwängelt da richtig lang, der. Guck mal, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So. Also Botlane sollte passen. Also ich werde mich da schön durchclearen. Mach das. Gell, du ein bisschen, ich halte die Lane hier stabil, ne? Und dann gewinnen wir das doch. Wie ist denn Timo hier? Das sieht eigentlich nicht so nach so einem Timo-Game aus hier, oder? Doch, doch, tatsächlich schon. Also gegen Viego gut, gegen Zack auch ganz geil tatsächlich. Warum so gegen Viego? Einfach weil du blinden kannst, oder was? Ja, weil der, sein ganzer Damage kommt halt über die Autotech. Kannst du seine Ult blinden? Weil das ist ja ein Autotech. Nee, nee. Weil du kannst es mit Shenwei und mit Jacks Dings ja blocken. Dann müsstest du mit Timo auch gehen. Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Junge, direkt, aber weißt du, Duki mit mir direkt lernst du wieder was, ne? Zack kann seine Q nicht connecten wegen meinem Ding. Und Leona kann seinen Stun nicht durchkriegen. Das ist schon ganz geil. Der Bot hat erstmal Prio. Achso, also die haben Prio. Ja, ist okay. Ist halt Caitlyn, ne? Der Miguel Diaz spielt hier einen auf. Ja, ich sehe die jetzt in letzter Zeit auch wieder öfter, aber da wurde doch gar nichts geändert, oder? Nee, aber die ist auch immer gut irgendwie. Ich finde, wenn du gegen eine richtig gute Caitlyn spielst, hast du wirklich sehr wenig Spaß. Aber fehlerfrei spielen ist jetzt halt auch nicht unsere Stärke, ne? Weiß ich nicht. Gestern war schon Zock, Alter. Ja, gestern war ein Zock, das stimmt. Gehst du auch nach London? Nee, ich bin nicht eingeladen worden. Hello, I'm from Germany. Hello, I'm Autofill. 49 Monate. And I want a Marv, danke schön. In ganz Alter, du kennst ja Englisch. Danke. Sofortige Unterstützung. Auf uns. Mit ungefähr auf der gleichen Höhe, wir beide. Ich werde hinter dem Yildirim hinterher flashen. Ach man, er flasht nicht, der Wichser. Ja, aber ich flash dann auch nicht. Lecker, weißt du, als ich gestern gesagt habe, die besten Kardos-Games sind die, wo ich 3-0 starte? Ja, was bei Timo auch so, oder was? Ja, das ist bei Timo auch so. Kranke Scheiße. Das, was auch geil ist, wenn meine Kaiser sich einfach von der scheiß Leona-Ete hitten lässt. Werd den jetzt hier invaden auf dem Grom. Da kann ich dir nicht viel helfen, aber ich wünsche dir viel Glück. Jetzt werde ich ihm auch noch seine Wölfe wegnehmen. Du bist so ein Gangster, ne? Ja, der kriegt gar nichts mehr. Würdest du dich als Gangster definieren? Nee, gar nicht. Nee? Nee. Würdest du sagen, ich bin ein Gangster? Nee, auch nicht. Nee? Außer du spielst Braum. Ich wäre schon eher ein Gangster als du, oder? Warte kurz.
Jo, mach keinen Scheiß. Ja, ist jetzt nicht das beste Game, ist nur ein 2-0 Start, ne? Aber da. Aber bis wann steht denn der Start? Also wenn du jetzt noch einen Kill machst, ist der Start schon nicht mehr 3-0? Also weil ja, ist 2 Minuten, 5 Minuten die Grenze? So. Ah, okay. Hier, Phil, du bist ja auch ein großer Cap-Träger, ne? Ja, übel. Wie machst, ist das bei dir auch so, dass wenn du eine Cap, keine Ahnung, ein oder zwei Stunden hast, dass deine Haare dann direkt komplett im Arsch sind und du die ganzen Tag nicht mehr benutzen kannst, eigentlich waschen musst? Ja. Ich habe da ganz große Probleme momentan. Und dann ist man halt auf die Cap drauf angewiesen, weil man sonst mit fettigen Haaren rumläuft. Dann werden die halt noch fettiger. Mhm. Ich habe tatsächlich mal die Theorie aufgestellt. Wie fändest du es, wenn man, also wenn Menschen, also du hast ja gewisse Fettreserven am Körper, ne? Und wenn, die werden ja an bestimmten Stellen aufgebaut, so keine Ahnung, Arme, Beine, Bauch, ne? Ja. Stell dir vor, die Fettreserven würden zuerst am Kopf anfangen. Und dann wärst du irgendwann so fett, dass du nichts mehr sehen könntest. Achso, ich dachte, meinst du, es gäbe dann mehr oder weniger übergewichtige Menschen? Ich denke, es gibt dann weniger übergewichtige Menschen. Denke ich nämlich auch. Die übergewichtig sind, kippen dann ja einfach um, weil also der Kopf, den können die ja nicht mehr tragen. Also die knallen dann einfach auf den Boden so und tun sich dann weh. Wobei, die tun sich dann nicht weh, weil die da ja Fettreserven haben. Bro, lauf doch weg, du fettes Stück Scheiße! 2-1. Oh, ist das scheiße. Ist das scheiße, Phil. Oh, wie fühlt man sich da als Timo? Ist schon geil, oder? Ist schon sehr geil. Vor allen Dingen kriege ich jetzt noch einen Finish Codex. Oh ja. Also Kaiser hat uns die Botlane gerade leider kolossal verloren. Kolossal? Kolossal. Also ich bin 4-1. Ich habe alle Kills aus dem Game, aus dem Team. Das ist gar nicht so gut hier. Ja, wir diven uns hier. Ja, ich komme. Okay, der hat zum Glück Akku gezogen, aber ist scheißegal. Haben wir da noch was? Haben wir ich habe noch eine E und eine 7 Sekunden eine W. Guck mal. Lass ihn mal töten. Ich bräuchte einen Minion für Six. Guck mal hier. Ja, wir gehen jetzt gerade auf den Diego hier. Das ist hier. Super scheiße. Aber ab dann, ne? Ja. Leon am Bau, ist okay. Ich komme runter noch. Das ist okay. Ah, der Blind kam leider nicht rechtzeitig an. Die ist 600 Gold wert. Lecker für dich. Oh, Schmackofatz. Und die Wave muss ich leider auch noch clearen. Auch wie ärgerlich. Oh, Mann. Und dann kommt da mexikanische Musik. Dann, oh, kannst du kommen? Ja, ich düse. Du kannst ein W aufbewahren für die letzten. Kein W. Sind die alle tot. Also ist der auch tot. Geil. Meine Kaiser wird im River gecatcht, warum auch immer. Ich glaube, ich gebe die Botlane auf. Aber ich brauche jetzt hier wen Botlane. Also ich möchte ein paar 30 Minuten von Justus sein. Ist okay, wenn ihr dafür was anderes holt, aber ich würde 30 Minuten nichts machen können. ADC gepickt. Ja, der jumpt halt jetzt rein. Kann trotzdem diven, oder? Ja, wird schon. Oh, ich hab Turret Arc, ich kann so nicht diven. Clean. Das ist so gemein, aber auch so lustig. Nein, das ist einfach wahr. Boah, das ging schnell. Aber reicht aber leider ich nicht. Komm nicht hinterher. Oh, das wäre. Oh ja! 2 Sekunden W. Immer können wir nicht weiter. Ja. Wir haben 6er Void Grubs, ne? Wir können ein bisschen gucken hier. Aber nicht zu viel, ne? Nur ein bisschen posturen hier. Bleiben müssen wir eigentlich nicht. Na gut. Junge, 6er Void Grubs, ich bin mittlerweile Fan, ne? Es ist so krank. 6er Void Grubs ist wirklich crazy, ja. Ich bin auch großer 6er Void Grubs Verfechter. Habe ich ja schon immer gesagt, ne? Ding am Anfang der Season so gehasst, aber waren die noch ein bisschen weaker. Ja, das ist aber auch einfach asozial, wenn du von dem Viech hier hinterher gechased wirst und dann wirst du einfach gefickt, ne? Du weißt, der Stachel kommt gleich und kannst nichts tun. Ja, hörst du auch Emptiness Machine? Ja. Ich auch. Wirklich? Also jetzt nicht jetzt gerade so, aber eben. Mhm. Also brauchen wir nicht abgeben. Wenn die jetzt immer noch nicht gemacht haben, dann sollten wir da jetzt einfach rein und die fetzen. Kurz noch auf mich warten. Wir müssen hier aber jetzt rein. Alter, ich muss den Sack halt ein bisschen respekten. Ja. Ich geh mal eben jetzt. Ich bin tot. Alles okay, oder? Ja, wir gucken kurz noch, aber... Von unten kommt der Morder. Nach links spielen? Sieht sehr gut aus. Der will mich ulten oder so, keine Ahnung, was macht der? Er war geblindet, da kann er nicht ulten, weiß er doch. Soll ich den noch holen? Den, okay, wo ist er? Ich hab nicht geguckt. Ich hol ihn noch. bin da. Wo ist er rausgekommen? Hä? Er muss hier ganz am Rand gestanden haben oder so. Da würde ich gerne mal hier eine Kamera haben, ne, zum Nachgucken. Ich habe gestern mit einem Nocturne gespielt, ich muss seine Champ schon sehr bruch, ne? Nein, der ist schlecht. Stimmt. Den sollten wir nicht picken. Stimmt. Oh, Scheiße. Ich komme. Am Zügerli. Hast du gesehen, wie der seine Q nicht connecten konnte, aber jetzt bin ich tot von dem hier. Kannst du nicht überleben? Nee, der hat mich komplett am Sack. Das ist kacke. Aber
Ja, ja, einfach echt scheiße von ihm gewesen. Jetzt habt ihr natürlich keinen Jungler, ne? Aber ja, der ja, läuft raus. Nicht. Auf dem Weg, ich komme. Also gut, ich ändere tatsächlich auch gar nichts, weil ich gar keinen Smite habe, aber. Psychologisch einfach wichtig. Ja. Okay, das Vigo ist tot. Wir können schon zum Nash laufen, den gleich, gleich machen, 1,40. Ja, ich hole mir schon mein Dings, meinen Wards. Oh, hier, der Vigo ist dran. Lass fighten. Wird so asozial weggefickt von den Leuten. Alter, hast du den Schaden gesehen? Der Jone Reinmut wäre die tot, oder? Hier noch? Yes, oh. Maria. Keine Vision mehr gehabt. Ist dein Lieblings-Pokémon? Ich glaube, früher fand ich Bisasam am coolsten. Bisasam ist euer? Ja, weil der halt geil. So ein kleiner, so der Außenseiter Boah. War. Aber ich fand den voll süß. Von der ersten Generation sind alle drei Starter ultra cool. Aber ich glaube, Shiggy und Glurak führen schon stark vor Bisasam in der Beliebtheit, oder? Du meinst Glumanda, ja. Nee, bei mir war Glurak mein Starter-Pokémon. Ja, ich muss sagen, ich bin großer Porenta-Enjoyer. Porenta, ja. Abra und Tragosso sind meine Lieblings-Pokémon. Oh, Abra, ja, Abra ist stark. Abra ist irgendwie ein Chiller, weißt du? Der hat einfach keinen Bock und der sagt, peace out, ich port mich weg. Mehr kann der aber auch nicht. Porenta war diese Ente mit dem Lauch in der Hand. Ah, das ist cool, ja. Wir können tatsächlich einfach anfangen, starten. Oder? Ja, ja. Einfach starten und die in uns reinkommen lassen. Dann laufen die hier in die Pilze rein. War genial, Mann. Ja, Pilz Nummer 1 haben die schon mal abbekommen. Das ist das asozial. Und rein da. Ja, ja. Pilz Nummer 2 saß auch. Warum spielen wir so die Barrels nicht mal bei V9, weißt du? Ja. Pilz Nummer 3 auch. Da kann man jetzt auch einfach Surrender-Button drücken, glaube ich. Würde ich auch machen an der Stelle von den Gegnern. Meins ist Sichlor. Oh, Sichlor ist auch ein cooles Pokémon. Da ist er, siehst du? Alles predicted. Nice. Das war ein krasser Zug. Junge, hier geht's nach oben, Phil.